Herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf Sean David TV mit mir, dem Robert. Heute geht es um eine absolute Legende aus Hollywood. Der Mann, der Mythos, der Chuck. Er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Persönlichkeiten auf diesem Planeten. Und das, obwohl die jungen Leute unter euch seine Filme eventuell nie gesehen haben. Dabei war er gerade in den 80ern und 90ern einer der ganz großen Actionstars, der vor allem in den Videotheken eine eingeschworene Fangemeinde aufweisen konnte. Der Prototyp des stillen Helden, der erst durch seine Fertigkeiten mit dem Kampfsport Eindruck machen konnte und später die großen Wummen für sich entdeckte. Ja, und zuletzt mit Cowboyhut und Sheriffstern durch Texas streifte. Und dann gibt es da noch so ein paar urbane Mythen, die einige von euch doch tatsächlich als blöde Witze abtun. Tja, wäre doch bloß der Chuck da, dann könnte er ja vielleicht auch noch was sagen. Wenn du das Gefühl hast, dass du dir in die Hosen machen musst, rate ich dir einfach, alles fest zusammenzukneifen. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los mit Wer ist Chuck Norris? You're Walker, huh? Good guess. They tell me you're the best. Oh, yeah? Man sagt, dass Chuck Norris so hart ist, dass sich kein Kinn unter seinem Bart verbirgt, sondern nur eine dritte Faust. Das ist lächerlich. Chuck Norris? Auch die Reise eines gottgleichen Wesens beginnt bei der Geburt. Diese geschah im Falle von Carlos Ray Norris am 10. März 1940 in Oklahoma, USA. Als ältester Sohn von Wilma und Ray D. Norris sollte man meinen, er habe bereits in jungen Jahren gelernt, der große Bruder und Beschützer für seine zwei kleinen Brüder zu sein. Aber Carlos war nicht nur sehr unsportlich und in der Schule auch eher nur Durchschnitt, sondern auch extrem in sich gekehrt und verschlossen. Wie er selbst sagt, war ihm sein Alkoholikervater und die Geldprobleme seiner Eltern einfach peinlich. Als er 16 war, ließen sich seine Eltern jedoch scheiden und er zog mit seiner Mutter und seinen Geschwistern Wieland und Aaron erst nach Kansas und dann nach Torrance in Kalifornien. Obwohl Chuck hautnah miterlebt hat, wie sein Vater die Erinnerungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Alkohol ertränkte, entschloss er sich mit 18 Jahren dazu, der Air Force beizutreten. Dadurch landete er auch in Osan, also Südkorea. Dort machte er sich mit der asiatischen Kultur vertraut und lernte auch Tang Soo Do, eine koreanische Form von Karate. Außerdem bekam er in seiner Zeit bei der Air Force auch den Spitznamen Ground Chuck, was so viel heißt wie Hackfleisch. Und das sollte sich ja noch als ganz treffend herausstellen, zumindest für seine späteren Gegner. Chuck ist dabei die Kurzform von Charles und das wiederum ist die englische Variante vom spanischen Carlos. Chuck war so talentiert, aber auch besessen von dieser Art von Sport, dass er nach seiner Rückkehr in die Staaten und seiner Entlassung aus der Air Force 1962 bereits ein erstes Studio in Kalifornien eröffnete, um anderen Kampfsport beizubringen. Außerdem bewarb er sich in seiner Heimatstadt Torrance als Polizist und wurde mit seinem Sohn Mike das erste Mal Vater. Wer sich als Karate-Profi einen Namen machen will, muss das aber natürlich auch vor anderen beweisen. Also fing er an, ab 1963 bei Turnieren teilzunehmen. In seinen Anfängen scheiterte er noch an den großen Namen wie Joe Louis und Tony Tallenas. Doch 1967 gewann er seinen ersten All-American-Titel und sollte auch Weltmeister im Karate werden. Beide Titel konnte er erfolgreich verteidigen und wurde 1969 zum Fighter of the Year gewählt. Ja.
Doch auf der anderen Seite der Erdkugel gab es einen Konflikt, den er nicht einfach per Handkante für sich entscheiden konnte und auch einen erheblichen Verlust für ihn und seine gesamte Familie nach sich zog. Der Vietnamkrieg war zu dieser Zeit voll im Gange und auch wenn Chuck seinen Militärdienst bereits beendet hatte, waren es jetzt seine zwei jüngeren Brüder Aaron und Wieland, die zum Militär und damit auch nach Vietnam gingen, um einen Krieg zu führen, den keiner so richtig verstanden hat. Wieland Norris starb am 3. Juni 1970, im Alter von gerade einmal 26 Jahren während eines Gefechts im vietnamesischen Dschungel und sollte nach seinem traumatisierten Vater nun der nächste große Einschnitt in Chucks Leben aufgrund eines Krieges bedeuten. Allerdings wurde Wieland für ihn später auch zu einer Art Antrieb und einer seiner erfolgreichsten Filmreihen wurde seinem jüngeren Bruder gewidmet. You lost a brother in Vietnam. Do you know the circumstances of how he died and all? Or was Yeah, he was on a patrol. Yeah. And he was point man on the patrol. And he saw an ambush being set up by the Viet Cong. And he saw them getting ready to fire on his patrol. And he yelled back to warn them to duck. And when he did, well, then they focused their artillery on him. Und dann traf er einen Mann, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt und der ihn in das Business einführte, das ihn erst so richtig bekannt machen sollte. Die Rede ist natürlich von Bruce Lee, der sich gerade durch die Serie Green Hornet einen Namen in den Staaten machte und als Choreograf für den Film Rollkommando bzw. Wrecking Crew arbeitete, verhalf seinem neuen Kumpel zu einer kleinen Nebenrolle. Und wo hatten sie sich kennengelernt? Na klar, bei einem Kampfsportturnier. 1972 brachte Lee auch seinen ersten Film über sein eigenes Produktionsstudio Concord heraus. Die Todeskralle schlägt wieder zu, in der allerdings gar keine Todeskralle vorkommt. Die gab es ein Jahr vorher in Der Mann mit der Todeskralle zu sehen. Nur eben nicht in Deutschland. Daher wurde aus Die Todeskralle schlägt wieder zu Die Faust des Drachen. Egal, wer braucht irgendwelche Krallen? Dafür durfte sich Bruce Lee mit dem mächtigen Brusthaar von Chuck auseinandersetzen. Allerdings hatte Norris nie geplant, als Schauspieler groß rauszukommen. Doch um seine Kampfsportschulen, die mittlerweile zu einer Kette ausgebaut wurden, stand es leider ziemlich schlecht, obwohl so Leute wie Steve McQueen oder Priscilla Presley zu seinen Kunden gehörte. Dennoch drohte der Bankrott und Norris brauchte dringend Geld. Also nahm er die Rolle als Bösewicht in Der Boss von San Francisco an und spielte Slaughter. Chuck Slaughter, der natürlich am Ende eine Foreskin bekommt. Bruce Lee war auch hier als Hauptdarsteller geplant, verwarf sich allerdings mit Regisseur Wei Lo. Den letzten Schubser zur finalen Filmkarriere gab jedoch drei Jahre später Chucks Schüler Steve McQueen, der ihm Schauspielunterricht ans Herz legte und eine große Karriere voraussagte. Ob es da jetzt den Unterricht gebraucht hätte, soll jeder selbst entscheiden. Fakt ist, dass er 1978 in Breaker Breaker seine erste Hauptrolle übernahm und als Truckfahrer JD schon mal ein paar Roundhouse-Kicks verteilen durfte. Für $5,000 Gage und wie Chuck selbst sagte, nicht dem Funken einer Ahnung, wieso ein kompletter Dreh überhaupt vonstatten geht, aber zumindest war es der Lieblingsfilm von Chucks Vater und das ist ja auch schon mal was. Vor allem war Chuck aber gekommen, um zu bleiben und seine Motivation war, genauso erfolgreich im Filmbusiness zu werden wie beim Kampfsport. Also ein Jahr später gleich die nächste Hauptrolle. Diesmal als John T. Booker, ausgestattet mit stylischer Sonnenbrille und natürlich auch ein paar schlagenden Argumenten, sucht Chuck den Mörder seiner ehemaligen Einheit. Die Kritiker bezeichneten sein Schauspiel als das Schlimmste seit 50 Jahren. Chuck holte sich also erneut Rat bei seinem Buddy Steve McQueen und der riet ihm, nicht so viel zu quatschen in seinen Filmen. Er solle das mal schön den anderen überlassen und wenn es etwas Wichtiges gibt, dann kann Chuck auch mal was von sich geben. Und genau diesen Leitsatz machte sich Chuck zu eigen und prägte den einsamen und wortkargen Helden wie kein zweiter. Good guys. Wear black.
Es folgten in den nächsten Jahren mit Bulldozer, Octagon, Der Gigant und Das stumme Ungeheuer Filme mit ähnlichem Schema und einem Mann im Mittelpunkt, der sich wortkarg Gangstern, Terroristen und Ninjas in den Weg stellte. Und dann 1983 mit McQuaid der Wolf nicht nur eines seiner großen Highlights in seiner Filmografie ablieferte, sondern auch zeigte, wie ein echter Kerl zu leben hat. Der Junggeselle von Welt ist stets verschwitzt, seine Bude versifft und der Kühlschrank randvoll mit Bier gefüllt. Salat ist ein Fremdwort und wenn dann doch mal eine Frau daherkommt und irgendetwas daran ändern will, gibt's erstmal Ärger. Denn die Liebe des Mannes gilt nur seinem Hund und natürlich seinem Auto, das er selbst unter Tonnen von Sand nach einer kräftigen Bierdusche aus einer metertiefen Grube hinaus manövriert. Am Ende des Tages lässt sich jedoch jedes Herz erweichen und die Frau vertreibt vielleicht die Straße aus Chuck, aber bekommt den Chuck nicht von der Straße. Spätestens jetzt war Chuck Norris ein Star und in aller Munde. Denn wenn selbst Videospielentwickler anfangen, dich als Aufhänger für ihre Spiele zu nutzen, dann muss das was heißen. Sorry. You know, you could use some improvement. You really could. 1984 unterschrieb Chuck dann einen Deal bei Canon Pictures über mehrere Filme. Angefangen bei Missing in Action, bei dem sich der Schwerpunkt seiner Filme auch ein bisschen verlagern sollte. Denn nun waren nicht nur seine Handkanten gefragt, sondern eben auch die schweren Geschütze. Und Chuck ballerte sich von nun an durch die Gegnerscharen. Immer wieder mit dabei war auch sein Bruder Aaron, der zwar kein gefeierter Star war, aber als Stuntman und Produzent dem gefeierten Chuck den Rücken frei hielt. Aber auch bei anderen Produktionen war Aaron Norris involviert und fing später sogar an, Regie zu führen. Chuck war nun also vom Einzelkämpfer zur One-Man-Army mutiert. Und das noch vor Arnie, Stallone und all den anderen, die später das Action-Kino dominieren sollten. Zentrales Thema war nun der Vietnamkrieg und das Schicksal amerikanischer Kriegsgefangener, die Chuck bereits ein Jahr vor Stallone in Rambo 2 befreien konnte. Es folgten ein Prequel und 1988 mit Teil 3 auch das Regiedebüt von Bruder Aaron. Außerdem gab es abseits von Missing in Action auch noch Delta Force, Cusack der Schweigsame und Invasion USA, bei dem jetzt auch noch sein Sohn Eric ins Filmbusiness einstieg und als Stuntman mitwirkte. Family Business also, und das sollte sich in den nächsten Jahren sogar noch intensivieren. Außerdem gabelte er vor einem Club auch noch einen Belgier auf und nahm ihn unter seine Fittiche. Und was aus dem werden sollte, wisst ihr ja mit Sicherheit. Are you ready? I'm ready. Doch trotz all der Kultfilme für Genrefans und dem Status, den er sich mittlerweile erarbeiten konnte, hatte Chuck auch des Öfteren mit dem ein oder anderen Film zu kämpfen. So wurden zum Beispiel die ersten beiden Teile von Missing in Action zeitgleich gedreht. Einer davon allerdings von Warner Brothers, damals gelegentlicher Partner von Canon, für zu schlecht befunden und abgelehnt. Nach dem Erfolg des uns bekannten ersten Teils konnte dann die Vorgeschichte als Teil 2 nachgeschoben werden. Mit Invasion USA wollte man Chucks Ruf als Actionstar 1985 endgültig zementieren und butterte 13 Millionen Dollar Budget und 6 Millionen Marketingkosten in diesen Streifen. Für ein Independent-Label wie Canon war das damals eine extrem große Stange Geld. Und auch was den Aufwand angeht, musste sich diese Produktion mit 90 Stuntleuten vor keinem Big-Budget-Streifen verstecken. Allerdings spielte der Film lediglich 17,5 Millionen wieder ein und war damit im Grunde ein Minusgeschäft. Dennoch plante man eine Fortsetzung, nur eben ohne Chuck, denn der hatte einfach keine Lust drauf. Also ersetzte man ihn durch Michael Dudikoff und nannte das Ganze Night Hunter bzw. Avenging Force. Was Kritiken angeht, war Chuck jetzt auch nicht gerade der Liebling, aber welcher Actionstar war das schon? Delta Force bekam jedoch nochmal eine Extraportion Unmut zu spüren, da er unter die Top 5 der arabisch-feindlichsten Filme gewählt wurde. Loud and clear. America's new heroes, the Delta Force. Doch ab und an konnte auch Chuck die Kritiker gnädig stimmen, wie zum Beispiel bei McQuaid der Wolf oder Cusack der Schweigsame.
Letzterer war auch eigentlich als vierter Dirty Harry-Teil gedacht, wurde aber von Clint Eastwood abgelehnt. Chuck sagte also Danke und freute sich über mehr als 20 Millionen Box-Office. Wenn man diese Zahlen hört, werden sich die Jüngeren unter euch wahrscheinlich nur ins Fäustchen lachen. Aber bei durchschnittlichen Budgets von 4 bis 7 Millionen Dollar war das halt ein riesiger Erfolg. Und das Action-Kino, wie wir es kennen und lieben, steckte damals noch in den Kinderschuhen. Chuck Norris. Code of Silence. Doch wie das so oft ist, irgendwann laufen dir deine Zöglinge den Rang ab und die jungen Wilden übernahmen langsam aber sicher das Actionkino. Daher landeten seine Filme vermehrt nicht mehr im Kino, sondern gleich im Videoregal oder im Fernsehen. Etwas schade natürlich, vor allem weil Bruder Aaron mittlerweile der Stammregisseur für Chuck wurde und auch dafür sorgte, dass aus dem schweigsamen Helden ein familientauglicher Strahlemann wurde, der sich sogar vor Selbstironie nicht scheute. So zum Beispiel bei Sidekicks, in dem er sich selbst spielt und einem Tagträumer mal so richtig Beine macht. Oder er rettete als Forest Warrior zusammen mit ein paar Kids einen verzauberten Wald vor ein paar Holzfällern. Und neben Louis Gossett Jr. gab er den etwas anderen Indiana Jones. 1995 erschien jedoch mit Top Dog der letzte Kinofilm mit Norris in der Hauptrolle. Eine Komödie mit einem Hund als Partner. Also ganz in der Tradition von Mein Partner mit der kalten Schnauze und Scott und Hooch. Top Dog. No doubt about it. You boys are made for each other. Norris hatte aber bereits vorgesorgt und umgesattelt. Mit Walker Texas Ranger nahm Chuck nicht etwa den Notausgang für seine ins Stocken geratene Karriere, sondern etablierte eine absolute Kultfigur auf dem Serienmarkt und gab der Marke Norris einen weiteren Schub. Kein Wunder also, dass bis ins Jahr 2001 ganze 9 Staffeln produziert wurden. Inklusive Crossover-Folgen mit Sammo Hungs Martial Law und abschließendem Film. Darüber hinaus erhielt er 2010 die Ehrenmitgliedschaft der echten Texas Rangers und einen echten Sheriff-Stern. Ich denke, ich muss auch keinem erklären, worum es in der Serie geht. Der Titel Walker Texas Ranger ist im Grunde ja auch schon das gesamte Konzept in 3 Worten. Der Song, den ihr hier die ganze Zeit im Hintergrund hört, ist übrigens The Eyes of a Ranger und wird gesungen von, na klar, Chuck Norris. Ich habe mir auch sagen lassen, dass Chuck nicht mal einen Bass für seine Musik braucht. Er nutzt einfach seinen Herzschlag. Solltet ihr noch weitere coole Fakten über Chuck Norris wissen, haut sie mit einem Roundhouse-Kick in die Kommentare. Apropos Chuck Norris Facts. Es soll doch trotz all dem Erfolg von Walker Texas Ranger doch wirklich Leute gegeben haben, die sich über die Serie lustig gemacht haben. Einer dieser Frechdachse war Late-Night-Moderator Conan O'Brien, der regelmäßig Szenen aus der Serie zeigte und Witze darüber machte. 2005 wurden mit dem Aufkommen von YouTube diese Gags wieder hervorgekramt und gingen langsam aber sicher um die Welt. Im Comedy-Forum Something Awful wurde zu der Zeit gerade massig Jokes über Vin Diesels Baby-Nator gerissen. Aber da das halt irgendwann langweilig wird, griff man eben auch dort Chuck Norris auf. Comedian Ian Spector ging sogar so weit und schrieb ein ganzes Buch voll mit Fakten über Chuck Norris. Nach der Action- und Serienikone wurde Norris also langsam aber sicher zu einem Internetphänomen. Und Chuck tat genau das, was man auch machen sollte. Er nutzte den neuen Hype um seine Person für lukrative, aber auch sehr unterhaltsame Werbedeals, wie zum Beispiel für World of Warcraft, World of Tanks und Fiat. Selbstverständlich in Jeans und Cowboyhut. Doch das ist natürlich längst nicht alles und auch nur das, was zu uns rübergeschwappt ist. Hier wirbt Chuck zum Beispiel für Minibagger. Hier für eine Krankenversicherung. Hey Chuck! You owe me a buck. You can't always see what's coming. Natürlich auch für ein Softgetränk. Und wem das nicht schmeckt, der holt sich eben das beworbene Bier von Chuck. Finally.
The major secret for a perfect dinner, Hogarth. Und mein persönliches Highlight ist der elektronische Bilderrahmen. Pane, prosím vás, mohl byste nás vyfotit? On dneska poprvé Bruce Lee. Bruce Lee? No, Chuck Norris. Chuck Norris nikomu nic nedaruje. T-Mobile vám zap... Es kam also, wie es kommen musste. Und selbst Hollywood holte den verlorenen Sohn wieder zurück auf die Leinwand, auch wenn es nur Kurzauftritte waren. Für Expendables 2 spielte er sich also im Grunde selbst. Eine Ein-Mann-Armee, an dessen Blut eine Schlange stirbt. Ich habe noch ein Gerücht gehört. Angeblich wurdest du von einer Königskobra gebissen. Ja, wurde ich. Aber nach 5 grausamen Tagen qualvoller Schmerzen ist die Kobra gestorben. Chuck ist aber nicht immer Everybody's Darling gewesen. Gerade seine politische und religiöse Einstellung ist durchaus umstritten. Als Anhänger der christlichen Rechten und damit stolzer Anhänger der Republikaner hat er ein durchaus konservatives Weltbild und hält die klassische Evolutionstheorie für vollkommenen Quatsch. Ein Leben ohne Gott, vor allem in Schulen, ist hierbei für den Untergang der amerikanischen Nation verantwortlich und ein Grund für Drogen, Sex und Gewalt. Homosexualität ist natürlich ein No-Go. Der Klimawandel pure Fantasie, Waffen gehören in jeden Haushalt und Donald Trump sorgt eher für Bewunderung als Fremdscham. Inwieweit das mit den eigenen Werten kollidiert, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und darüber, inwieweit man Kunst und Künstler voneinander trennt, könnte man ganze Abhandlungen füllen. Wen dieses Thema mehr interessiert, dem empfehle ich mein Video über Skandale in Hollywood auf meinem eigenen Kanal. Ungeschnitten. We know you love your family and your freedom as much as Gene and I do. And it is because of that we can no longer sit quietly or stand on the sidelines and watch our country go the way of socialism or something much worse. Mittlerweile ist Chuck 83 Jahre alt und lebt, wie sollte es anders sein, auf einer Ranch in Texas. Seine Familie ist mit 5 Kindern und 7 Enkeln in all den Jahren auch ordentlich angewachsen. Und gerade Sohn Mike trat den Versuch an, es seinem Vater gleich zu tun und spielte erst in einigen Actionstreifen neben Chuck und später auch als Hauptdarsteller in Filmen wie Delta Force 3, Born American und Ripper Man. Für den großen Knall hat es hierbei zwar nicht gereicht, aber zumindest als Regisseur konnte er bis ins Jahr 2019 noch Filme realisieren. Papa Chuck ist auch heute noch aktiv, egal ob als Darsteller im Serienfinale von Hawaii 5-0 oder als Synchronsprecher. From C. Norris, Hollywood, California? Dude, Chuck Norris wrote me back. Dear Barry, sorry it took me so long to write back, but thanks for the nice words and for being a fan. Chuck denkt also derzeit nicht an Ruhestand, auch wenn er bereits 2013 eigentlich sein Karriereende ankündigte und 7 Jahre lang quasi in der Versenkung verschwand. Aber nicht wegen ihm selbst, sondern aufgrund der gesundheitlichen Probleme seiner Frau. Und selbst 2 Herzinfarkte an einem Tag konnten ihn 2017 nicht aus der Bahn werfen. Ich für meinen Teil bin wirklich gespannt darauf, was Chuck noch so alles in Zukunft plant. Und wie das Internet eventuell darauf reagiert. Ich kann 7 Instrumente gleichzeitig spielen. Du könntest mir gefährlich werden. Chuck! Sollte er die Gene seiner Mutter geerbt haben, sollte ihm ja auch noch ein langes Leben bevorstehen. Denn schließlich weilt Mutti Wilma Scorbury mit 102 Jahren immer noch unter uns. What were the secrets that you gave them as a mother? I kept them in church and Sunday school. I taught Sunday school. And we had our prayers all the time. Was für eine Karriere! Und scheinbar ist ja auch ein Fünkchen Wahrheit in den Chuck Norris-Sprüchen. Und für all die Fans von Chuck unter euch habe ich auch noch eine gute Nachricht. Denn für 2024 sind gleich 2 neue Filme angekündigt. Zombie Plane, was sich für mich anhört wie die untote Variante von Snakes on a Plane, und Agent Rekim, ein Science-Fiction-Actionstreifen. Also, für Nachschub ist gesorgt. Und mit Sicherheit werden auch in Zukunft noch weitere absurde Werbeclips mit ihm gedreht.
Ich bin auf jeden Fall gespannt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mir eure liebsten Chuck Norris Facts mit einem Roundhouse Kick in die Kommentare haut. Ein Like und ein Abo ist natürlich auch gern gesehen und damit verabschiede ich mich. Ich bin der Robert und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, hier bei Sean David TV.